Das ist ja ekelhaft. Das meine ich ja. Wenn man auf Atmosphäre ab. Das ist einfach richtig ekelhaft hier. Ich wünschte, ich könnte hüpfen. Weißt du, ich mal einfach weiter. Oh, meine Nase. I checked this area and it's fine. Übrigens. Wir haben ja hier die Sachen. Guck mal, wir müssen nur noch jetzt gucken, ob in der Mitte alles okay ist, ne? Na, aber das schon mal erledigt. Guck mal, hier haben wir sogar auch aus Versehen was erledigt. Ja, dann gehen wir doch mal in die Mitte. Da, wo die Lampe ist. So, ist hier alles okay in der Mitte? Oder ist das hier mit der Mitte gemeint? Oh. Ist aber dunkel jetzt. Hallo? Dankeschön. Willst du bitte nicht hier mit meiner Taschenlampe rumspielen? Das finde ich nämlich echt nicht geil. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Wir können nochmal ein Grab bessern. Weil ist ja noch nicht genug Wasser, aber das schlecht dann nicht. Team. Ich fühle mich gerade so schmutzig. Ich glaube, ich sollte ein Bad nehmen. Oder? Wer ist denn dafür, dass ich jetzt einfach mal ein Bad nehme, weil wir so schmutzig sind? Ja, baden? Da soll was passieren. Hier beim Baden? Hier? Okay, baden wir aber auch noch. Oh, hat jemand noch eine Idee, wie wir noch respekt... Oh, die Dinger. Wie wir noch respektlos sein können? Da kann man schön der Erich das nächste Mal spielen. Das ist ja ekelhaft. Wollte ich gar nicht. Trommeln. Trommeln haben wir schon. Geld geklaut haben wir schon. Kehren fanden wir auch nicht so toll. Ich mag es, wenn ich das aufmache. Ne? Mach Pupu auf die Gräber. Ja. Das hab ich gesehen. So. Also ich würde jetzt eigentlich pennen gehen nach getaner Arbeit. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Nehmt es, Dankeschön. Dankeschön. Und die Trommel bitte. Aber wir haben das schon getrommelt. Sollen wir nochmal trommeln? Hart am Arbeiten. Ja, also man kann nicht sagen, dass ich hier gar nichts gemacht habe. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Wenn so lange jetzt passiert, ist das richtig unangenehm. Es wird ja immer lauter, ne? Ich bin oft. Der stand in meiner Tür. Oh, ich hab's gesaut. Das Spiel kommt.
nur Jumpscare, also eigentlich gar keine Jumpscare, so, das ist so ekelhaft, ey. Nee, habt ihr nicht gesehen? Der stand in meiner Tür. Der stand in meiner Tür. Hey, du Pillemann. Ey. Ja. Hier, Nägel wegwerfen. My girl. Oh. Inspekt. Damit. Die Musik. Die Musik. Ich weiß es nicht. Oh, lecker. Ih. Ah. Nee. Ghost Kong Tender. Schlafen gehen. Ich geh hin. Janja, bis heute. Okay, der nächste Tag wird zu spät sein, um seine ganzen Fehler wieder rückgängig zu machen kann. Er muss für immer mit den Konsequenzen leben. Okay. Okay. Ich weiß, dass es eine Sache gibt. Nach einer Sache habe ich gegoogelt. Disposing Bones. Oh, wir haben Knochen von jemandem weggeworfen. Useful Protection haben wir weggeworfen. Oh mein Gott, wie viel? Okay. Okay. Hat es geklopft? Ja, es hat geklopft. Man kann irgendwas sich in die Augen irgendwo reiben und dann sieht man Geister da. Also dann sieht man halt Geister relativ früh. Aber ich weiß nicht, wo man das macht. Da sieht man den Geist kurz. Ja, huscht immer so, ne? Wie kannst du nur paaren? Ja, war ein bisschen unhöflich. Aber das soll wohl auf dem Friedhof noch irgendwie schlimm werden. Aber irgendwie habe ich da doch Glück gehabt. Schon wieder. Ah, macht sie bestimmt super im Arbeitszeugnis, ja. Da lagen Knochen. Ich hab die Remains, ja, gleich Bones, ja. Sah aber aus wie was vom Grabtuch halt irgendwie. Friedhofserde, ja, aber die hatten wir ja nicht gefunden. Aber ja, die soll man irgendwie, irgendwo ist da was, was ich mir in die Augen reiben kann. Das sind... Liebe Grüße, vielen, vielen Dank. 36 Monate, Dustin. Eins meiner Lieblings-Emotes natürlich hier auf Twitch, ne? Pan Dustin müsst ihr dazu eingeben. Da seht ihr den jungen Mann, der gerade gerestoppt hat. Vielleicht Asche, aber wo ist Asche? Wollen wir eine andere Geschichte nehmen? Ja, ich glaube, was ist passiert, dass Pan so unglaublich respektlos spielt? Wer hat sie dazu gezwungen? Ich weiß nicht, die gingen mir auf den Sack, die Geister. Mal ganz kurz, The Tide Corpse, The Little Devil und The Hungry Witch. Pondicherry und Strafgans, vielen, vielen Dank auch an euch. Ja, da ist der Dustin. Genau so sieht er aus. Das ist der Typ, der gerade gerestoppt hat. Da war das ein Zettel, wie man Geister beschwört. Irgendwie die Erde vom Grab in die Augen reiben. Ich habe aber keine... Wir hatten ja... Wir können da nochmal kurz gucken, ob wir das im Hellen irgendwo... Das soll wohl auch relativ kurz sein.
Warte, erstmal gucken wir, was wir hier haben. Oh. Ist ja doch schon ein bisschen mehr, glaube ich, ne? Ich guck mal ganz kurz rein, komm. Es geht ja schnell. Wo kann ich mir denn Erde vom Grab ins... Also, natürlich sind da überall Gräber mit Erde. Aber der hat mir halt nirgendwo so eine Auswahlmöglichkeit gegeben. Oder clean war nur Water. Hungry... Es war danach Hungry... Okay, danach machen wir Hungry Witch. Schöne, gruselige Stimmung. Ja. Sehr. Panas ist ganz unhöflich. Münzen auf die Augen. Erlebe Pandoria nach dieser Werbung. Echt jetzt? Nein. Ich mache jetzt noch was. Bist du auf EGX Berlin? Nee. So. Ja, dann, Brüllen wir mal. Ich gucke jetzt mal ganz kurz was. Bin ich nach oben? Ja. Hier ist der Baum. Hier ist der große Baum. Da vorne ist das Badehaus. Und das ist das 1, 2, das dritte Grab. Ich hoffe, Water. Das dritte Grab. Ich hoffe, ich finde das gleich. Oh. Climb down. So. Move body. Liebe Leiche, man soll euch nicht verbuddeln, also man soll hier auf jeden Fall den Knoten aufmachen. Das hat mir das Spiel beigebracht, dass man da den Knoten aufmacht. Den Knoten soll man aufmachen. Spannung, Gänsehaut pur, dieses Spiel auf einen geilen Abend. Ja. Wann reibst du mir Erde in die Augen? Nein, ich glaube, das mache ich mal nicht. So. Hau rein, mein Freund. Pan hat zwei linke Hände und kann keine Knoten öffnen. Ja. Was soll das? Ich bin voll, fühle mich diskriminiert hier in meinem Job. Voll. I finish the Burial Prozess. Burial. Burial. Skippen. Milch ist Gift. Keine Sorge, es ist Mandelmilch hier. So, take. Wird gleich auch mal wieder Zeit für das Weinchen, denn wir haben jetzt 21:06 Uhr. Ist viel zu früh, scheiße. Es wird mal wieder Zeit für das Weinchen, als würde ich immer Wein trinken. Oh Gott. Oh, wir können unsere Haare kennen. Kommt bestimmt auch ganz gut an. Achso, ja, stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Copyright, eine Freundin von damals hatte das Copyright da drauf. Das habe ich mir von ihr angewöhnt. Diskriminiert. Fängt ja schon an. So, der große Baum. Anasio, Achtung. Da ist der große Baum. Da vorne ist das Häuschen. Warte mal, ich muss vorher natürlich die Schaufel holen. Wusch. Saya teh harus kerja dulu. Naja. Das mit dem Regen fand ich so störend gerade. Das hat mich ja so gestört. Das war schon noch hier hinter. Ah, hier war's.
Da ist, sehe ich das Ding. 1, 2, 3. Du! Er ist das, oder? Oh, wir haben. Oh, wir haben natürlich das Wasser jetzt vergessen. Was ist zu laut? Hä? Ja. Da hat er sich wohl ein bisschen gerecht, ne? Da habe ich wohl das bisschen... Ja, das war jetzt aber überraschend. Ich wusste nicht, ob sowas geht. Oh Gott. Ja, Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand auf dich drauf tritt? Ja? Der unter mir ist schuld, was? Help me, Mr. Hä? I really need your help. I need you to untie the ties on my head because someone forget to untie those. I am now out. Das schwappt jetzt hier über. Von Mr. Pocky. Pocky Pochong. Hilf mir. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich brauch dich dafür, dass du mir die Knoten in meinem Kopf löst, weil irgendjemand hat vergessen, die zu lösen. Ich bin jetzt draußen vor deinem Fenster. Ich stehe da draußen. Bitte. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Komm einfach raus. Ich bin vor deinem Fenster. Kann ich den antworten? Ich weine. Ja, ich jetzt auch. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist aber doof. Ich wünschte mir gerade, ich hätte das nicht gemacht. Geh in dein Fenster. Hier ist ja mein Fenster. Guck mal. Geht ja nicht auf. Oh, schade. Oh, scheiße. Die Tür geht ja sowieso nicht auf, Gott sei Dank. Don't sweep at night. Okay, das haben wir gemacht. Pochong. Gaut den Strauß. Das hatten wir auch schon gesehen. Was? Oh mein Gott, was für Regeln haben die denn noch alles? War da gerade was Rotes vor der Tür auf dem Boden, Pandoria? Ich sehe da gar nichts Rotes. Was soll das? Hör auf damit. Weiß nicht, was du meinst. Da war gar nichts Rotes. Hör auf, das zu sagen. Oder meinst du im Nebenfenster? Schade, die Gardine. Egal, weiter geht's. Vielleicht bei dir am Fenster? Ja. Hey! Okay, das wird mir zu viel. Ja, was soll ich denn sagen? Ich sitze hier, muss das Spiel.
Horror, Leute. Es ist angenehmer Horror. Ich bekomme dieselbe Mail in Real Life. Ich gucke am Fenster raus, oh Gott. Oh je, jetzt geht's nämlich los. Bob Stonewall, hör auf damit. Oh, ich muss pinkeln. Ich muss durch, aber ich traue mich jetzt nicht raus. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will nicht da draußen, nach draußen nochmal. Die Nachricht wurde von einem Handy geschrieben. Ich habe ja hier gar kein Handy. Ich wollte gerade, Ja, ich lasse dich natürlich schön alles da liegen. Okay, wir gucken mal weiter. Don't cut your hair at night. Natürlich, das darf man auch nicht machen. Die Geister haben natürlich von Pochong inside the villagers are in distress. Oh, da wurde ein Pochong gesehen. Guck mal hier. Guten Tag. Ich bin Pochong. Bin ich, jawohl. Entschuldigung, ich sollte mich nicht über Pochong lustig machen. Ja. Schön. So, was machen wir denn jetzt? Hashtag Go Erik? Hä, warum Go Erik? Kannst du den Dolch usen? Ich bin, also das war gerade tatsächlich nur eine Geschichte. Ich bin jetzt halt im Spiel, in dieser, also dieser Typ. Das ist so, wir sind nicht dieser Graveyard-Typ. Wir sind halt ein Typ, der diese Minispiele durch E-Mails erlebt. Keine Ahnung. Mehr Regen als bei den Gremlins. Geh raus! Geh du doch raus! Geh du einfach raus! Ah! Oh, da bin ich. Entschuldigung. Habe ich gemacht jetzt. Ich war mutig. Ich habe das jetzt gemacht. Pochong, Pochong, der neue Hit von Mark Foster. Guck doch mal draußen. Ich war ja gerade draußen. Zweimal war ich jetzt schon draußen. Also ich war jetzt schon ganze zweimal. Das war mehr als einmal. Bitte besser nicht die Bücher durchsuchen. Bob Stonewall, warum? 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 Sag mal, warum denn? Was hat das zu bedeuten? Hä? Oh Gott, ich werde es so bereuen noch. Ja. Das ist ein wunderschönes Foto. Also, das möchte natürlich jeder bei sich zu Hause stehen haben. Ich mach nochmal kurz, ja? Ich will das mit dem Matsche-Ding da in den Augen machen. Beim Friedhof am Fenster. Nee, ich habe die E-Mail ja hier gekriegt. Entschuldigung. Ich habe die E-Mail ja hier bekommen. Hey, Olle, bitte mit deinen Haaren runter. Bitte mit deinen Haaren runter. Ostfriesen, Harry, vielen Dank und herzlich willkommen. Da war nichts, geh nochmal gucken. Vielleicht ist da ja ein Spiegel im Fenster bei dem Kerl, was? Was? Mela 2801. Erstmal Nuna. Vielen Dank für dein Sub. Mela hat 36 Monate. Huhu. 3 Jahre. Also Mela, erstmal vielen Dank. The Virus Dome. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Bob Stonewall. Ich vermöbel dich gleich. The Virus Dome, vielen Dank. Und Mela auch vielen Dank. Seht ihr, das sind so Zahlen hier, ne? Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Das ist so krass. Pan, diesmal vielleicht nur das Leinentuch klauen. Welches Leinentuch? Kann ich sein Tuch klauen? Ich mach das ab und dann klaue ich das. Da haben wir echt sein Grab halt gefunden. Das heißt aber, theoretisch könnten wir eigentlich diese Aufgaben sogar erledigen, wo wir dann sein Geld da irgendwie und irgendeinen Kram da machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, wir werden immer mal wieder... The Virus Dome. Oh mein Gott, Virus Dome. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt ein Abzeichen habe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das dafür habe. Wir können immer mal wieder ein paar Mal hier reingucken. Ihr seht ja, ne? Man kann halt die ganzen anderen Sachen hier... Yeah! Hawaii! Yeah. Wir brauchen Pan keine Tipps geben, sie findet die gruseligen Enden von allein.
Falls ich das dann doch nochmal auf YouTube hochlade, ich spiele es gerade im Stream. Ne, ich möchte natürlich mit meinem Chat auch interagieren. Und ich hoffe, es ist einfach okay. Und es macht tatsächlich auch Spaß. Und ich glaube, wenn ich es alleine spielen würde, würde ich wahnsinnig werden. Weißt du warum? Diese Art von Spielen, die kickt mich immer sehr. Plumera, vielen Dank. Und Vicious Silence. Auch dir vielen, vielen Dank. Das erste Geschenk. Oh, danke schön. So. Achtung jetzt. Telefon. Weg. Weil er alle seine Knoten im Nachhinein öffnet. I don't know. Ich weiß nicht. Probieren wir mal ein paar Sachen aus. Ich will aber wirklich immer noch das mit den Augen machen. Schon wieder falsch gemacht. Wie still das jetzt hier ist, ne? Noch. Ja, ja, da ist er schon sauer. Ich geh da mit. Ja, ja. Ich verstehe, Junge. Chill mal. Water. Ah ne, wir müssen erst Wasser holen. Mrs. Madness und Panic. Vielen, vielen Dank. Ne, Panic. Panic. Erik? Vielen, vielen Dank. Moment, ich mach mal hier Licht an. Diese Lichtschalter, ne? Ich werde jetzt sogar eigenes Dach. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal. Ich hol erstmal das Wasser. Ich will die ganze Zeit springen. Boah, was für ein Stream, das ist schon gruselig, ey. Also ich hätte nicht gedacht, dass, wenn wir das zweite Mal hier nochmal spielen, dass das so übel wird. Obwohl ja schon wieder nicht so viel passiert, aber da spielst du das Spiel, es ist vorbei. Denkst du, jo, oh ja, okay. Kuburannya teh harus saya urus. Und dann ist das halt einfach, dann hat das einfach mal so versteckte Sachen. So, ich hole mir mein Weinchen. Ah, ich will auch. No. Oh, nein. Water. Ach ja, stimmt. Ich bin so doof. Gut, warte. Watering can. I know, I know. Ich denke immer, da steht Tuberkuloseflower. Google würde ich nicht unbedingt aufheben. So, ich würde mir gerne Let's Plays, also andere oder Streams und so von Pamali angucken, wenn ich das halt selber durch habe. Also so einigermaßen durch habe. So wie ihr das gerade macht. Oh mein Gott. Das ist bestimmt schon interessant zu sehen, wer was findet. Pamali ist genau die Art Horror, die ich liebe. Und ich mag das auch nicht, wenn nur Jumpscares kommen. Boah, ja. Ich finde, das ist auch viel, viel schlimmer als jeder Jumpscare.